Wunderschönen Nachmittag und willkommen hier im Livestream 2 der Best Digital 2021 aus Wien. Schön, dass Sie dabei sind, zu Hause, im Klassenzimmer, wo auch immer Sie uns verfolgen. Wir bieten Ihnen hier in den Livestreams Angebote, wo es zum Teil über Studienrichtungen geht. Wir stellen Ihnen Berufe vor. Wir stellen Ihnen vor, wie das überhaupt geht mit dem Europass, dieses europaweit Bewerben. Und jetzt dürfen wir uns einem ganz spannenden Thema widmen, nämlich einem Studium Soziale Arbeit an der Bertha von Suttner Universität. Und wir freuen uns sehr, liebe Manuela Brandstätter. Sie sind Universitätsprofessorin. Sie sind eben für diese Bachelorstudiengang zuständig für soziale Arbeit an der Bertha von Suttner Universität. Und die ist irgendwie so niegelnagelneu, diese Universität. Bitte sagen Sie uns, wo ist denn die verortet in Österreich? Einen schönen guten Nachmittag. Danke, Frau Bacher, für Ihre Einladung. Einen schönen guten Nachmittag auch in die Wohnzimmer, Klassenzimmer oder wo immer Sie sich aufhalten mögen. Ja, die Bertha von Suttner Privatuniversität, lokal ist sie noch in der Glanzstoff in St. Pölten, einem Herzstück der Landeshauptstadt. Sie wird dann, wie Sie es auf der Folie sehen, übersiedeln in den großen Campus, sobald der fertig ist. Wir sind ein Tochterunternehmen sozusagen der Stadt St. Pölten und des ÖAGG. Und wir sind eine kleine und junge Universität, die sich mit der Namensgeberin Bertha von Suttner zur Aufgabe gesetzt hat, gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten, hier federführend auch voranzugehen und proaktiv auch scheinbar unveränderbare Rahmenbedingungen mitzugestalten. Wir stehen für einen diversen Hochschulzugang, für ein interdisziplinäres Forschungsprogramm und wir richten uns ausschließlich an berufsbegleitend Studierende, also an Kolleginnen und Kollegen, die vorwiegend an den Wochenenden an die Universität kommen können oder kommen wollen und die auch ein bisschen den Rücken freigespielt brauchen von organisatorischem Aufwand. Das wäre es jetzt in aller Kürze. Ja. Mhm. Gestatten Sie mir dazu zwei Nachfragen. Und zwar, wir müssen bitte den Begriff jung definieren, weil heute in der Früh haben wir schon gehört, der ÖAD definiert zum Beispiel jung bis 30 Jahre. Wie alt oder jung ist die Bertha von Suttner Universität? Genau, also wann die institutionelle Akkreditierung tatsächlich abgeschlossen war, kann ich es jetzt nicht datieren. Es muss der November 2017 gewesen sein. Das Studienprogramm Soziale Arbeit, das ich heute hier vertrete und das ich auch verantworte, gemeinsam mit unserem Gründungsrektor Peter Pantocek Eisenbacher, hat Wintersemester 2020 gestartet, ist also wirklich noch sehr jung, also noch ein Säugling sozusagen. Unsere Studierenden haben jetzt gerade ihr Praktikum angetreten. Wir sind sehr beeindruckt, wie gut die Resonanz auch von den Praxisorganisationen ist, aber tatsächlich sind wir erst ein halbes Jahr alt. Gut, also wirklich niegelnagelneu, könnte man sagen. Und was auch auffällt, denn das ist etwas, womit sozusagen viele Studierende hadern, unter Anführungszeichen, Universitäten haben in der Regel kaum ein berufsbegleitendes Angebot, sondern es haben die FHs sind da top aufgestellt, aber für Universitäten, weil einfach in der Regel das Vollzeitstudien sind und es ganz, ganz schwer organisierbar ist, lassen meine Ohren aufhören und hochen, wenn Sie sagen, Sie haben ein berufsbegleitendes Angebot als Universität. Ja, wir haben es ausschließlich auf berufsbegleitende Studierende hin zugeschnitzt. Aus der Perspektive von Berufsbegleitenden wurde es auch entwickelt. Ich muss dazu sagen, ich habe Zeit meines Lebens bis zu meiner Habilitation 2016 selbst berufsbegleitend studiert und kenne das, wenn Studienprogramme sozusagen an den Bedürfnissen ihrer Kundinnen eher nicht so orientiert sind, habe auch zum Teil auch darunter gelitten und das war sozusagen eine der Triebfedern, warum wir uns entschlossen haben, soziale Arbeit an die Bertha von Suttner zu bringen und auch ein Stück weit soziale Arbeit auch zu befähigen, zu empowern, dahingehend universitär zu sein. Einen durchgehenden Ausbildungsverlauf vom Bachelorstudium bis hin zur Promotion an einer österreichischen Universität zu ermöglichen. Das war mithin ein Grund für die Gründung dieses Programms oder für die Akkreditierungszulassung. Soziale Arbeit kennt man sonst von FHs. Also es gibt Fachhochschulen in Österreich, die diese Studienrichtung anbieten. Ist es richtig, dass also Sie als erste Universität diesen Studiengang anbieten, soziale Arbeit? Ganz genau so ist es. Es ist die erste universitäre Ausbildung
zur Sozialarbeiterin an einer heimischen Universität. Wir führen ein Grundstudium, einen Bachelor mit 180 European Credit Points. Master Promotion soll dann darauf gesetzt werden. Und es muss für Sozialarbeiterinnen in Österreich möglich sein, dass man vom Bachelor bis zu seinem Doktorat studieren kann. Mhm. Im eigenen Fach, in der eigenen Disziplin. Mhm. Ein Lehrstuhl, soziale Arbeit, einen solchen Lehrstuhl an einer öffentlichen Universität haben wir, also Peter Pantuchek und ich, seit unseres Schaffens vermisst. Und das war mithin der Grund, warum wir dieses Studienprogramm eben konzipierten. Mhm. Sie sind in St. Pölten angesiedelt, also online-mäßig ist es jetzt im Moment wahrscheinlich kein Thema von überall her, aber ansonsten bedeutet auch berufsbegleitend zu studieren bei Ihnen auch hinfahren? Unser Studienprogramm ist so aufgebaut, dass wir sehr viele sehr kleinteilige, soziale Arbeit ist ja eine generalistische Ausbildung, sehr viele sehr kleinteilige Lehrveranstaltungen zu großen, großflächigen Modulen ausgebaut haben. Sprich, wir haben das gesamte Curriculum und alles, was es derzeit an Ausbildungsstandards gibt, in große Module verpackt. Derer gibt es im Moment 24 und diese 24 Module sind über 3 Jahre ausgedehnt sozusagen. Und jedes Modul hat einen Präsenztermin. Rund um diesen Präsenztermin finden Vorpräsenzaufgaben, Nachpräsenzaufgaben statt. Es gibt pro Semester 6 solcher Präsenztermine oder 6 solcher Wochenenden, an denen Präsenz angeboten wird. Also man muss damit rechnen, dass man an 6 Wochenenden im Semester nach St. Pölten reisen wird. Im Moment ist es so wie an allen anderen Universitäten, Hochschulen, auch bei uns so, dass wir die Lehre ausschließlich online abwickeln. Ja. Manuela Brandstätter, jetzt ist soziale Arbeit etwas, das irgendwie wie ein Magnet ist. Mhm. Ganz viele junge Menschen tatsächlich interessieren sich für soziale Arbeit. Und ich stelle immer wieder fest, dass sich ganz viele schwer tun, es zu definieren, was ist soziale Arbeit. Denn da geistern dann schnell die Sozialpädagogen und die Sozialberufe und so. Und deswegen, jetzt haben wir die Expertin da, würden Sie uns bitte sagen, was man wirklich unter soziale Arbeit, also wenn man das studiert, versteht? Dann würde ich gerne ein bisschen ausholen oder es ein bisschen, möchte es nicht definieren, aber ich möchte es historisch betrachten können. Soziale Arbeit ist ein Fach, das immer dann auf den Plan gerufen wurde, wenn soziale Notlagen, Ungleichheiten, Benachteiligungen so öffentlichkeitswirksam sichtbar wurden, dass man hier Gegenentwürfe brauchte. Und da traten vorwiegend Sozialarbeiterinnen auf den Plan, um diese Krisen, diese bedrohten gesellschaftlichen Zentralwerte auch ein Stück weit zu stützen oder bei der Bewältigung derselben zu helfen. Und man kann es sich so vorstellen, in den 1960ern, als das sogenannte Better Child Syndrome auftauchte und man feststellte, dass sehr viele, überdurchschnittlich viele Kinder Opfer häuslicher Gewalt, elterlicher Gewalt wurden, war die Feststellung jene, die die Medizin vornahm, aber die Bewältigung oblag dann den Sozialarbeiterinnen, den Friendly Visitors, die sich in die Haushalte begaben und die hier Abhilfe leisteten. Als Intimate Violence ein Thema wurde, Gewalt an Frauen beispielsweise, waren es Sozialarbeiterinnen, die hier mit ihrer Idee der autonomen Frauenhäuser und dergleichen einen passablen Gegenentwurf entwickelt haben. Die aktive experimentelle Arbeitsmarktpolitik der 1980er unter Sozialminister Dallinger war eine, die von Sozialarbeiterinnen vornehmlich betrieben wurde und die es auch möglich machte, dass Arbeitslose eine Stimme bekamen, dass das Recht auf Arbeit auch wieder öffentlich diskutiert wurde. Das sind jetzt so die großen Entwürfe sozusagen oder das wäre so dieses innovative Spektrum, das der Beruf bietet. Im Grunde genommen tun aber Sozialarbeiterinnen auch ganz unterschiedliche Dinge. Wenn Sie zum Beispiel in einer Schuldnerberatung tätig sind, dann haben Sie da ein sehr klares Beratungssetting, ein sehr klares Aufgabenfeld, das Sie zu bewältigen haben. Sie beraten in Notlage gekommene Menschen, vorwiegend mit Blickrichtung auf ihre materielle Grundsicherung. Sie betreiben aber auch Projekte wie einen Finanzführerschein oder ein betreutes Konto. Sie sitzen in den Entwicklungsabteilungen von Behörden, von NPOs, von NGOs. Sie beraten Entscheidungsträgerinnen, Behördenleiter, Politikerinnen. Aber sie beraten und coachen auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen.
Ja. Wenn Ihnen zuhört, dann entsteht so ein ganz riesiges Bild, also ein sehr vielfältiges Bild. Mhm. Wie verpacken Sie das in, sozusagen, wenn ein Bachelorstudium ist ja, ja. 6 Semester, wie verpacken Sie das alles sozusagen ins Studium, zumal es ja auch berufsbegleitend ist, dass sozusagen diese Expertise am Ende dann herauskommt? Genau, wir haben weniger Zeit als ein Vollzeitstudium, das ist uns bewusst. Das ist ein Manko, aber gleichzeitig auch unsere Chance. Wir können sehr generalistisch ausbilden und wir können viel Orientierungswissen anbieten. Dieses Orientierungswissen können sich Studierende im Zuge der Fernlehre aneignen. Das Spezialwissen haben wir aber an sich in komplexe Fallanalysen, in komplexe Falllösungen verpackt. Da können dann Studierende tatsächlich in die Tiefe gehen und für ihre jeweiligen Fragestellungen, für die sie sich unter Umständen auch besonders interessieren, Lösungen und Antworten finden. Wir sind es gewohnt, dass wir unsere Studierenden mit durchaus fordernden Inhalten konfrontieren, dass sie sehr anspruchsvolle Unterlagen auch bekommen, was sozusagen ihre kognitive, ihre reflexive Auseinandersetzung anlangt. Wir haben aber ein exzellentes Studienservice, das den Studierenden den Rücken komplett frei hält von lästigen To-Bring-Aufgaben, von No-Brain-Work, wo es wirklich nur darum geht, in das richtige Sekretariat mit dem richtigen Zettel zu gehen. Von dieser Logistik haben wir unsere Studierenden freigespielt. Und damit haben wir im letzten halben Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Psychotherapie, die schon vor uns begonnen hat, vor rund 2 Jahren bereits, die führt dieses System auch und ist auch hochzufrieden. Es gibt keine unklaren Arbeitsaufträge. Es gibt eine sehr gut strukturierte Timeline über ein ganzes Studienjahr, das es mir möglich macht, mir als Berufsbegleitende das Jahr einzuteilen, Lehrzeiten gut zu nutzen. Und unter Umständen, wenn es meine Lebensplanung erforderlich macht, vielleicht auch das eine oder andere Modul zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Also so wäre jetzt grob umrissen unser didaktisches Konzept, auf dem wir aufbauen. Sie haben ja erzählt, also Ihre Zielgruppe ist sozusagen Berufstätige. Sie haben ja jetzt Ihre ersten Studierende schon sozusagen bei Ihnen im Hause, auch wenn es jetzt virtuell ist. Dass wir gerade so ein Gespür kriegen, was das für Menschen sind. Also sind es auch ganz ungewöhnliche Zugänge, wie jemand dann darauf kommt, soziale Arbeit. Also sprich, ich mache jetzt ganz ein konträres Beispiel. Ein Fußballtrainer, der alle Lizenzen hat bis zur UEFA hinauf, entdeckt für sich, das wäre eigentlich ein Bereich, das interessiert mich total, auch das, was im Curriculum beschrieben ist, das würde ich gerne machen. Wäre gar nicht so ungewöhnlich, denn ein Fußballtrainer hat de facto, muss der ein sehr kluges Gespür dafür haben, was denn Gruppen brauchen, wo denn sozusagen jetzt auch Bildungsbedürfnisse von ihm Schutzbefohlenen in etwa liegen, was denn in einem Unterstützungsprozess wie angeordnet sein muss, damit er gelingen kann. Also Sie werden lachen, aber es gibt einige Kollegen unter unseren Studierenden, die Fußballtrainer sind oder waren. Ja. Okay, aber das heißt, das sind Menschen, die bereits mehrere Jahre in ihren ganz anderen Bereichen waren und sagen, das ist ein Aspekt, der spielt in meinen Bereich hinein, aber ich habe bis dato noch kein passendes Studium gefunden, das mir da weiterhelfen könnte. Wenn es eine anschlussfähige Motivation ist, die sozusagen innerhalb des beruflichen Spektrums, des beruflichen Selbstverständnisses Platz findet, dann können es Quereinsteigerinnen sein, die sich für dieses Studium interessieren. Der Großteil natürlich auch unserer berufsbegleitenden Studierenden sind natürlich facheinschlägig in irgendeiner Weise vorgeprägt. Beispielsweise Kindergartenleiterin arbeitet 20 Stunden, offiziell natürlich sind es 30 Stunden, Mutter zweier Kinder, Haushalt, Garten, Hund, alles da. Ausgezeichnete Organisationsfähigkeit hat die Kollegin natürlich, muss sie haben, wenn sie das betreibt. Und es bliebe auch noch ein bisschen Zeit übrig, weil Familie unterstützt sie gut, bei uns zu studieren. Wenn sie tatsächlich sich die Zeit selber gut einteilen kann, wenn wir verlässlich sind mit unseren Leistungen, die wir ihr abverlangen, mit unserer Timeline, dann ist das möglich und dann ist das auch in diesen 3 Jahren schaffbar. Wenn wir natürlich dieses Service nicht leisten, dann geht das nicht. Und das ist auch eine Pendelei in dem Zusammenhang oder ein Vollzeitstudium an einer öffentlichen Universität für sie so nicht machbar.
Also sozusagen Sie, beide Seiten sind gewillt, im Sinne des Ergebnisses gut miteinander zu arbeiten. Also sozusagen Sie sind auch in der Lage, das so top anzubieten und sozusagen Ihre Vorgaben im Sinne von, wie ist das Universitätsstudium strukturiert und welche Aufgaben sind zu machen, dass man quasi sich darauf verlassen kann, dass das auch so sein wird. Nicht, dass es irgendwie ganz flexible, komische Änderungen gibt. Natürlich müssen wir flexibel bleiben, weil sich auch Bedürfnisse ändern. Insbesondere Bedürfnisse ändern sich in 3 Jahren, gerade im Zuge eines Studiums sehr häufig. Ja, diese Erfahrung haben wir schon gemacht. Aber wir können deswegen so flexibel auf die Bedürfnisse von Studierenden eingehen, weil wir nur 30 Personen in einer Kohorte führen und weil wir niemals eine Massenuniversität werden. Das würde der institutionellen Akkreditierung und auch der Genehmigung, die wir zurzeit vom Bundesministerium haben, komplett widersprechen. Okay, also das heißt, also maximal 30 jetzt für diesen Studiengang. Gilt das für alle an der Bertha-von-Suttner-Universität oder für Ihren jetzt? Das gilt für soziale Arbeit. Arbeit. Ja. Das heißt, wie kann man sich das Aufnahmeverfahren, sofern es sowas gibt, vorstellen, wenn Sie eben die Einzige, kann man eben vorstellen, dass das erzeugt dann eine Begehrlichkeit im Umfeld, also auch aus dem deutschsprachigen Raum, wo man sagt, aha, Universität bietet dieses Studium jetzt auch an, in dieser Form, was man vorstellen kann, was eben sehr attraktiv ist. Wie entscheiden Sie da, wen Sie aufnehmen und ausbilden möchten? Also es ist so, wie Sie es gesagt haben, Frau Bacher, die Entscheidung ist eine kollegial getroffene, eine dialogisch aufbereitete. Eine Kollegin lädt ihre Bewerbungsunterlagen hoch, der Studienservice prüft alle formalen Voraussetzungen, fordert unter Umständen auch noch Nachweise ein, justiert nochmal nach. Dann gibt es eine Terminvereinbarung und dann gibt es ein Aufnahmegespräch. In diesem Aufnahmegespräch klären wir ab, wie sieht es aus mit empathischen Skills, wie schaut es aus mit grundsätzlichen Fertigkeiten wie Neugier und eine gewisse Leidenschaft auch für Unterstützungsprozesse. Wir diskutieren mit der Bewerberin über ihre gruppendynamischen Skills und fühlen ihr da ein bisschen auf den Zahn. Sie fühlt uns auf den Zahn, ob denn das, was Sie jetzt auch gerade vorhin gesagt haben, diese Verlässlichkeit und diese Flexibilität eine Worthülse ist oder ob das tatsächlich reales Substrat hat. Und im Zuge eines Gesprächs nähert man sich hier an und sieht, ob unser Angebot sozusagen deckungsgleich ist mit dem subjektiven Bildungsplan, den die Kollegin mitbringt. Und wenn wir hier innerhalb des Aufnahmegesprächs zu einer Symmetrie gelangen, dann steht einer vertieften Zusammenarbeit eigentlich nichts mehr im Weg. Und dann kann es auch zeitnahe zum Aufnahmegespräch zu einer Zusage kommen. Und dadurch, dass bei uns laufend eingestiegen werden kann, kommt es auch nie zu diesem Overcrowding, also so dazu, dass jetzt überfüllte Hörsäle, überfüllte Bildschirme unser Wirken beeinträchtigen würden. Dann darf ich gleich nachhaken. Was bedeutet dieses laufend Einsteigen? Wenn Sie beispielsweise, hier sehen Sie unseren Modulplan, wenn Sie beispielsweise die Professionsgeschichte im September verpasst haben, weil erst im November für Sie der günstigste Zeitpunkt eines Einstiegs ist, dann holen Sie es bei der nächsten Kohorte, im nächsten Durchlauf einfach nach oder im Anschluss an Ihr Studium sozusagen. Es befindet sich ja jedes Modul so platziert, dass es maximal 6 Wochen des Studienjahres einnimmt und durch den Durchlauf sozusagen kann auch nichts versäumt werden. Wie lösen Sie das, Frau Manuela Brandstätter, wenn soziale Arbeit hat definitiv was mit der Arbeit mit Menschen zu tun? Und die FHs, es ist ja ein wichtiges Detail von FHs, dass es eben ein Semester Praktikum gibt, also ein also verpflichtendes Praktikum in der Ausbildung. Jetzt ist das ja in der Universität, haben Sie das einfach beiseite gelassen oder können Sie das ermöglichen, eben dieses Praktische auch? Denn das ist ja das, wo Ihre Absolventinnen und Absolventen ja dann auch arbeiten werden. Also wie schaffen Sie es, trotz Universität auch die Praxis unter einen Hut zu bekommen? Naja, wir haben 550 Stunden berufsbegleitendes Praktikum vorgesehen. Die Studierenden haben im Unterschied zur Fachhochschule die ganzen 3 Jahre Zeit, um diese Praxiszeit sich zu erwirtschaften. Es gibt keine vorgesehenen Praxisblöcke, wo Sie unbedingt hinausgehen müssen. Sie können das sich frei einteilen, je nach Ihren Lebens- oder Alltagsbedürfnissen. Diese Praxiszeit ist sehr gut begleitet. Also hier arbeiten wir hochfrequent mit den Studierenden, auch in kleineren Gruppen. Also das sind 5er- bis 10er-Gruppen, die wir hier durch Reflexion und Fallarbeit unterstützen.
Aber der zentrale Unterschied oder das Erfolgsrezept oder der Kunstkniff ist der, dass die Studierenden mit den Organisationen selber einen Plan erstellen, wann denn die für sie günstigsten Zeiten sind, ein Praktikum zu absolvieren. Es gibt manche Teams, beispielsweise Kinder- und Jugendhilfe, die sagen, okay, du machst 4 Wochen durchgehend, dann nimmst du Urlaub und ab dann, ab August, beginnst du 2-mal pro Woche und du betreust diese und jene Stiege oder diese und jene Familie oder bist da und dort dabei oder übernimmst diese und jene Aufgabe. Und das hat sich bis jetzt gut bewährt. Wo sehen Sie denn, also haben Sie ja quasi gerade Frischlinge, seit September 2020 hat es tatsächlich begonnen. Wo sehen Sie denn Ihre Absolventinnen in 3 Jahren? Wo glauben Sie, werden da Ihre Leute Arbeit finden? Also grundsätzlich sehe ich alle Absolventinnen sozusagen bei gesellschaftlichen Konfliktlinien, da wo es brenzlig wird, da wo es tatsächlich große Fragen gibt. Die können jetzt klein gehalten sein, sich auf Fallebene manifestieren, die können Organisationen betreffen oder gesamtgesellschaftliche Situationen. Also, und die notwendige Voraussetzung ist, dass das Spaß machen muss, dass hier sozusagen junge Leute sich denken müssen, ja, ich bin da, da bin ich zu Hause, dieses Widerspruchsmanagement ist etwas, das mich interessiert, das mich reizt und es muss mir klar sein, dass nicht sozialer Ausgleich überall gelingen wird können. Aber Sozialarbeiterinnen tun eben sehr unterschiedliche Dinge und es hängt maßgeblich von der Organisation ab, für die sie tätig sind, ob sie jetzt in die Projektarbeit gehen wollen, ob sie jetzt sozusagen Programme gestalten möchten, ob sie vielleicht forschen, entwickeln möchten, ob sie im Regionalmanagement eine Position einnehmen wollen und dafür größere Regions Verantwortung übernehmen oder ob sie eher von ihrer biografischen Prägung, Menschen durch schwierige Lebenssituationen konkret durchcoachen wollen, ob das eher ihres ist, das wird sich in den 3 Jahren Studium herausentwickeln oder für Sie, das wird für Sie ein klares Bild werden. Ja. Haben Sie sowas sozusagen in dieser Ausbildungszeit, ich nenne es jetzt einmal eigenes Berufsbild-Marketing, weil diese Berufsfelder, wo Sie tätig sein werden, da fischen die Erziehungswissenschaftlerinnen mit, die Pädagogikstudenten, die Lehrerinnen auch. Also da gibt es ja ganz viele sozusagen andere Studienrichtungen, die auch dorthin wollen. Ja, wunderbar. Und auch die Plätze da haben. Gell? Also ja. Das heißt, würden Sie sagen, ist es auch notwendig, schon in der Ausbildung sich dessen bewusst zu sein und auch sein eigenes Profil von Anfang an möglicherweise zu schärfen im Sinne von, wo ist meine Leidenschaft für welches Thema? Die Schärfung, da stimme ich Ihnen zu, die ist ja erforderlich, um sowas wie ein professionelles Selbstverständnis und professionelle Autonomie auch entwickeln zu können. Aber nichtsdestotrotz legen wir großen Wert auf Trans- und Interdisziplinarität. Wunderbar, dass hier Lehrerinnen, wunderbar, dass hier Psychologinnen, wunderbar, dass hier Psychotherapeutinnen, Wirtschaftswissenschaftlerinnen etc. sozusagen in einem Team oder an einem Strang ziehen oder in einer Organisation ihr Unwesen treiben, weil dadurch entsteht Vielfalt und dadurch kann sich etwas bewegen. Und wir haben beispielsweise an der Universität ein Studium Generale am Beginn, wo gemeinsam mit Psychotherapeutinnen, gemeinsam mit Inklusionsmanagerinnen, gemeinsam mit den anderen Studiengängen, die in den nächsten Jahren noch entstehen werden, die gesamte wissenschaftliche Ausbildung im Verbund geschieht. Also unsere Studierenden sind von Beginn weg es gewöhnt, im multiprofessionellen Kontext zu agieren und sich hier natürlich auch zu positionieren, aber an den entscheidenden Stellen Schulterschluss auch mit den anderen Professionen zu üben, insbesondere dann, wenn es um die Sache geht. Ja. Kommen wir noch zu dem Punkt, die Bertha von Suttner Privatuniversität ist eben privat. Das heißt, ich nehme an, Sie müssen, damit der Betrieb läuft, Studiengebühren verlangen. Mhm. Wenn man eben dieses Studium bei Ihnen vorhat und soziale Arbeit studieren möchte, mit welchem Betrag muss man da rechnen? Also es sind, genaueres wird Ihnen morgen das Studienservice im Live-Chat beantworten. Es gibt auch unterschiedliche Finanzierungsmodelle. So Daumen mal Pi für die soziale Arbeit verlangen wir zurzeit 480 Euro im Monat. Wir sind eine gemeinnützige GmbH, die der Stadt St. Pölten und dem ÖAGG gehört. Und von diesen Studiengebühren bezahlen wir unsere Gehälter, die Gehälter der nebenberuflich Lehrenden und halten halt den Studienbetrieb aufrecht. Wir unterliegen der Qualitätssicherung durch die AKU Austria. Und die AKU Austria schaut uns hier auch genau auf die Finger, was wir tun und was wir anrechnen und wie wir lehren und vortragen. Und nichtsdestotrotz dürfen wir keine Gewinne schreiben. Also wir sind gemeinnützig wie jede andere
öffentliche Hochschule auch. Stipendien können wir im Moment leider noch nicht anbieten, aber unser Studienservice hat sich sehr umfassendes Wissen angeeignet, was das Förderwesen anlangt. Es gibt einige glückliche Studierende unter unseren Erststarterinnen, die es geschafft haben, mehr als die Hälfte auch ihrer Studiengebühren über öffentliche Mittel refundiert zu bekommen. Das hängt zum Teil jetzt föderale Struktur Österreichs sehr stark auch vom Bundesland ab. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier Mittel und Wege. Und Michaela Mauer, Margot Bacher sind ja sehr virtuos, die Kolleginnen gut zu betreuen und beraten. Bitte locken Sie sich morgen in den Chat ein und fragen Sie, wenn Sie etwas wissen möchten dazu. Wo auch immer Interesse besteht, ist, wenn es einen Bachelor gibt, gibt es dann auch einen Master? Und wenn ja, ist der schon nicht nur in der Schublade, sondern den gibt es tatsächlich schon und wird auch geführt werden? Und die zweite Frage gleich dazu, da könnte man vorstellen, dass von anderen sozusagen Bachelorstudien möglicherweise dann Leute in ihren Master starten möchten. Perfekt, wunderbar. Also wir nehmen das tatsächlich ernst mit dieser Diversität. Wir legen großen Wert darauf, dass auch unsere Studierenden nach 3 Jahren Bachelor ausschwärmen und sich vielleicht einen Master an einer Fachhochschule gönnen. Uns wäre wichtig, dass es vorwiegend das gibt, was die soziale Arbeit halt in ihren mehr als 100-jährigen Bestehen vermissen hat lassen, nämlich diese Möglichkeit auch eigenständig promovieren zu können, im eigenen Fach promovieren zu können. Und das geht auch gut mit einem Bachelor Bertha von Suttner, einem Master an der FH Oberösterreich und zum Doktoratsstudium kommen Sie wieder nach St. Pölten zurück zum Beispiel. Jetzt muss ich meine Brille runternehmen, damit ich nämlich lese. Wir haben nämlich Fragen aus unserem Live-Chat, okay. Und zwar die Miriam. Da haben wir die Katharina als Erste. An welchen Tagen finden die Präsenztermine statt? Das sind nahezu immer Freitage und Samstage. Wunderbar. Dann haben wir die Christine. Wann bewerbe ich mich am besten fürs nächste Semester, danke. Fürs nächste Semester. Also wenn Sie pünktlichst mit September, Oktober einsteigen wollen, also zwischen September und Oktober findet der erste Präsenzblock statt, die Vorpräsenzphase startet 5 Wochen davor, wäre es klug, sich bis Mai zu bewerben. Dann haben wir eine weitere Frage. Welche Richtungen kann man konkret nach dem Studium gehen? Forschung, Entwicklung, operative Sozialarbeit, ins Projekt, Regional, Case Management, Kulturmanagement. Also jetzt ganz knapp und knackig beantwortet. Ja. Das finde ich wunderbar, dass wir jetzt ganz interaktiv mit unseren Seherinnen draußen sozusagen an den Bildschirmen, Handy, Screens, wo auch immer, zuschauen, dass wir eben diese Dinge gleich direkt beantworten können. Heuer zum ersten Mal jetzt auf der Bestmesse Best Digital 2021. Mal schauen, ob noch was daherkommt. Das heißt, diese Positionierung, also werden Sie irgendwann auch Lobbyarbeit machen für Ihre eigene Ausbildungsstätte, damit das sozusagen draußen ankommt? Also ich kann mich noch erinnern, wo diese Umstellung war auf Bachelor, Master, da hat es einfach für Betriebe gedauert, bis sie damit zurechtgekommen sind. Was ist dieser Abschluss wert? Kann ich nur mit einem Master was anfangen oder kann man selbstverständlich auch schon mit einem Bachelor arbeiten gehen? Also glauben Sie, dass es da auch sozusagen Entwicklungen braucht? Die Entwicklung zum Master durfte ich selber miterleben. Ich komme ja selber ursprünglich aus der operativen Sozialarbeit. Dann war ich 15 Jahre in Ausbildung und Forschung in der sozialen Arbeit und habe auch beim Masterstudienprogramm zumindest für St. Pölten mitgeschrieben und das auch mitentwickelt. Und natürlich gab es Diskussionen und auch kontroversiell geführte Diskussionen. Aber nach meiner Erfahrung nach ging das erstaunlich schnell, dass der Master von den Organisationen und vom Praxisfeld angenommen wurde und dass die Organisationen sehr rasch erkannten, welchen Benefit denn die Masterabsolventinnen bringen. Und der Master ist nach wie vor in ganz Österreich auch an den öffentlichen oder eben an den öffentlichen Ausbildungsstätten ein Erfolgsmodell, an dem würde ich nicht zweifeln. Und das war halt Bologna. Ich glaube, wir sind vom Veränderungsmodus her eine andere Struktur. Wir kommen eher aus einer... Wir sind ja kein Alternativangebot, sondern wir sind ein ergänzendes Angebot, das es möglich macht, jene Kolleginnen zu adressieren, die bis dato zwar immer geliebäugelt haben, damit vielleicht Sozialarbeiterinnen zu werden, vielleicht ein Universitätsstudium zu absolvieren, aber denen es aufgrund verschiedenster Lebensumstände nicht möglich war. Insofern sehe ich uns tatsächlich als eben Komplementärangebot und nicht in irgendeiner Weise als Konkurrenz oder als das Novum. Wir werden nie und nimmer die öffentliche Ausbildung ersetzen
können oder wir beabsichtigen das auch nicht. Und mit der Lobbyarbeit, wir haben eine ausgezeichnete Marketingabteilung, auf die Kolleginnen, also lege ich großen, großen Wert. Aber jetzt Lobbyarbeit können wir uns ja gar nicht leisten. Zu viel. Naja, Sie sind hier bei uns auf der Bestmesse, beste Lobbyarbeit, oder? Noch mehr öffentlicher kann man das gar nicht machen. Genau. Genau, wir haben eine weitere Frage. Wie gut sind die Jobchancen mit dieser Ausbildung, sind Ihre Absolventinnen gefragt? Das zweite können wir noch nicht beantworten, weil die sind erst ja noch keine Absolventinnen. Sie sind ja im jetzt zweiten Semester. Wir hatten eine Machbarkeitsstudie im Vorfeld des Programms in Auftrag gegeben und aus der wurde ersichtlich, dass der Arbeitsmarkt doppelt so viele Absolventinnen aufnehmen würde, mindestens doppelt so viele Absolventinnen als ausgebildet werden zurzeit. Das war auch mit ein Grund, warum wir uns für die Konzeption dieses Studiums entschieden haben, weil die Zahl der Ausbildungsplätze an öffentlichen Ausbildungsstätten sich 2008 nicht verändert haben oder es hier keinen Willen gibt seitens der öffentlichen Bildungspolitik, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Und die Chancen auf einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft, in der freien Sozialwirtschaft sind genauso groß oder klein wie die an öffentlichen Ausbildungsstätten auch. Wir sind ein vollwertiges Grundstudium, wir bilden im Bachelor aus. Insofern befähigt unsere Ausbildung zum Beschäftigtwerden in allen anerkannten österreichischen Berufsfeldern. Das heißt tatsächlich alle Berufsfelder, das muss man gar nicht eingrenzen? Nein. Okay. Da haben wir noch eine Frage von der Christine. Welche Voraussetzungen gibt es für das Studium und wie ist das Aufnahmeverfahren? Voraussetzungen, Christine, sind genauso, wie Sie sie halt auch für öffentliche Ausbildungsstätten haben, die Formalqualifikationen, Studienzulassung, Studienberechtigungsprüfung eine Matura, ein Abitur, wenn Sie aus Deutschland kommen. Und das Aufnahmeverfahren ist so, wie ich es vorhin beschrieben habe. Sie bewerben sich online, bekommen relativ unbürokratisch zeitnah eine E-Mail von unserem Studienservice, vereinbaren zumeist mit mir einen Termin für das Aufnahmeverfahren und dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit und schauen uns Ihre berufliche Motivation gemeinsam an. Dürfen wir Ihren eigenen Weg, liebe Manuela Brandstätter, Sie sind jetzt eben zuständig für eine Privatuniversität, wo Sie Ihr Baby quasi kreieren durften, wenn ich das so, charmant bezeichnen darf, soziale Arbeit. Aber wie war so Ihr Weg, wenn Sie sich vorstellen, wo Sie höhere Schule gegangen sind, Gymnasium, Hack, was auch immer. War das für Sie damals immer schon klar, was Sie werden möchten oder wie Ihr Weg sein soll? Nein, Frau Bacher. Also meine Motivation, Sozialakademie damals zu machen, das war 1992, die Sozialakademie in St. Pölten nach der Matura, schaute so aus, dass ich mir das Curriculum hernahm und es verglich mit Politikwissenschaft und mit Chemie auf der anderen Seite und mir überlegte, das, was da steht, interessiert mich am meisten. Ich hatte keine Ahnung, was soziale Arbeit tut. Ich hatte keine Ahnung, welche Berufschancen ich habe. Ich war dann beim Aufnahmegespräch, habe das als überwältigend erlebt. Und das war der Beginn meiner Leidenschaft auch für die Profession mit vielen, natürlich vielen Zwischenetappen, versteht sich. Aber nein, wenn Sie ohne Vorerfahrungen sich interessieren für dieses Studium, Sie bekommen auch bei uns einfach Informationen. Sie können auch an den Informationsabenden teilnehmen. Dann erzählen wir ausgiebig, was Sozialarbeiterinnen tun. Wichtig ist für uns nur, dass Sie aus subjektiver Perspektive tatsächlich so eine Bildungsabsicht dann halt auch haben. Ja. Genau, das ist der Idealfall. Das man wünscht sich jede Einrichtung. Wie gehen Sie mit Dropout-Quoten um, sofern sie überhaupt gibt, an einer privaten Universität? Weil, ich wollte gerade sagen, man zahlt ja dafür, dass man sich dort ausbilden lässt, in der Hoffnung, dass man diese Wahl deswegen auch getroffen hat, dass man gut begleitet zum Abschluss kommt. Wir haben keine Dropout-Quoten. Das könnte mit der Bezahlung zu tun haben. Jetzt noch meinen Erfahrungen aus einem Semester Durchlauf gesprochen, ist es so, dass tatsächlich dieser Entscheidungsprozess, mache ich es, tue ich es, der ist für gewöhnlich, es ist unbürokratisch, aber der Prozess dauert. Also bis Studierende tatsächlich dann noch sagen, okay, ich unterschreibe den Ausbildungsvertrag. Das nimmt den Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten oder auch einem halben Jahr in Anspruch. Und hier gibt es auch wirklich tatsächlich alle Zeit der Welt. Und so gelingt es, den Dropout sehr gering zu halten. Also ist alles gut
überlegt tatsächlich. Schauen wir gerade, ob sich im Chat noch was getan hat. Ansonsten, sollte ich was vergessen haben, liebe Manuela Brandstätter, dürfen Sie das jetzt noch nachholen. Aber ich denke, so nach meinem Gefühl, also wir haben geklärt, wo das ist, wie das ist, mit an einer Privatuniversität zu studieren, dass sie Berufsbegleitendes eben anbietet, was außergewöhnlich ist. Ein laufender Einstieg auch. Sie haben auch gesagt, sozusagen diese, ja, es ist natürlich viel komprimierter, weil es ja kein Vollzeitstudium ist, sondern auf Wochenenden. Man ist in etwa 6-mal im Jahr, glaube ich, was, an der Uni, nein, 6-mal im Semester oder ja? 6-mal im Semester. Im Semester, in St. Pölten, wenn man wieder darf. Mhm. Ansonsten haben Sie das auch wunderbar online ganz sicher geklärt oder gemanagt. Und dass eben soziale Arbeit, dass Sie also sozusagen, dass Sie Wert legen darauf, mit allen Professionen und anderen Wissenschaften zusammenarbeiten, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-auch und ein Miteinander eben für die Bereiche, wo eben Ihre Absolventinnen und Absolventen dann arbeiten werden, dass man das eben als ein... Genau, die Interdisziplinarität, für die soziale Arbeit ja seit ihrem Bestehen auch steht oder die sie ja auch mit hervorgebracht hat. Soziale Arbeit muss mit sehr vielen unterschiedlichen Systemen alltagspraktisch gut koalieren können, und diese Wesenseigenschaft der sozialen Arbeit haben wir auch ein Stück weit ins Studium und an die Universität geholt. Und vielleicht wäre das noch so ein schönes Surplus oder so ein Sahnehäubchen, das wir auf unser Gespräch geben könnten. Soziale Arbeit ist eine in ihrem Wesen nach zutiefst kollaborative, kooperative Profession. Und das haben wir versucht, auch im Studienprogramm umzusetzen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke, danke vielmals. Danke, Frau danke sehr. Ah, da haben wir noch eine Frage. Eine nehmen wir jetzt noch geschwind mit. Zwei sogar. Die Miriam, ist man nach einer Hack für das Studium gut vorbereitet oder ist es eine komplett andere Richtung? Miriam, wenn Sie nach der Handelsakademie noch überhaupt nicht im Feld gearbeitet haben und sich interessieren aber für dieses Studium oder in irgendeiner Weise jetzt sich angesprochen fühlen, dann würde ich Ihnen empfehlen, können Sie auch gerne auf unser Studierendenservice zurückgreifen oder helfe ich Ihnen auch gerne dabei, sich vielleicht ein freiwilliges Praktikum, ein freiwilliges Jobshadowing im Umfang von einer Woche, 2 Wochen, 3 Wochen in den Sommerferien auszumachen, um einmal so einen Arbeitsablauf in einer Organisation der Sozialwirtschaft kennengelernt zu haben. Das würde Ihren Entscheidungsprozess mit Sicherheit unterstützen und ist jetzt auch nicht so ein großes Investment. Ja, aber vorbereitet jetzt in den Basisfertigkeiten sind Sie auf jeden Fall mit einer Handelsakademie auch gut. Also, ja. Und die letzte Frage, die wir mitnehmen von der Christine, gibt es derzeit nur Fernunterricht oder auch Präsenz und Hybrid? Derzeit gibt es den Großteil der Module, der Präsenzzeiten in den Modulen im Fernunterricht. Es gibt einige nicht substituierbare Lehrveranstaltungen, die wir hybrid lernen müssen. Hybrid deswegen, weil es halt Kolleginnen gibt, die Risikogruppen sind oder die in Quarantäne sind. Ja. Gut, aber Studienbetrieb läuft. Da glaube ich, haben wir keine Fragen mehr. Auf alle Fälle danke vielmals an Sie zu Hause, die Sie diese Möglichkeit auch nützen, mit uns in Kontakt zu sein via Live-Chat. Und damit, liebe Manuela Brandstätter von der Bertha von Suttner Universität, Privatuniversität in St. Pölten, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. War sehr spannend mit Ihnen, soziale Arbeit an einer Universität studieren. Danke vielmals. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.